So, das hier ist die Stute, ist dann Stute Birtner vom Schlingental. Sie ist geboren 2008, also jetzt 8 Jahre alt, aber weitem nicht so geritten wie 8 Jahre. Wir haben sie im letzten Herbst bekommen und da war sie noch roh. Nicht, weil irgendwas war, sondern weil der Vorbesitzer einfach nicht zum Zureiten gekommen ist. Sie ist eine Tochter von Rani vom Schlossberg und der ja zurückgeht auf Kolskegö, vor Kertholtum. Und die Mutter ist eine 34 Sauderkugel, Enkeling. Ja, okay. Also wie gesagt, im letzten Herbst, ja, Herbst war es, nach dem Turnier hier, haben wir sie erst bekommen und ich glaube, die Bügel sind 10 Loch zu lang. Oh, ist gut, ist gut. Oh, ist gut, ist gut. Machst du mal 2 kürzer, bitte. Ist gut. Okay, gut. Das war auch gerade schon mal so ein bisschen ein Test, so ein bisschen hampelig und zackelig war sie da, aber sie ist eigentlich ein eher sehr leicht zu reitendes Pferd. Wie wir gleich auch sehen werden, ein Pferd, die ganz, ganz viel Tölt hat. Momentan noch keinen Trab zeigt. Wir haben mal so ein bisschen angefangen, als Handpferd sie zu arbeiten. Aber so richtig, da waren mal so kleine Ansätze von Trab gewesen. Aber das war es auch schon. Aber im Tölt ist sie unheimlich schön geworden. Als sie ankam, war sie sehr lateral veranlagt. Also ging fast nur Pass. Aber das hat sich nach kurzer Zeit mehr oder weniger, auch ohne besondere Beschlagshilfe, hat sich das gegeben. Und jetzt ist sie ein feines, ein aufmerksames Pferd, ein fleißiges Pferd, aber trotzdem auch ein Pferd, was genügend ruhig und gelassen ist. Oder gelassen, also genügend ruhig ist und kontrollierbar, sodass auch Reiter, die wenig Reitroutine haben, sie bestimmt sehr schön problemlos reiten können. Alleine in der Gruppe, im Gelände. Und da erst seit einem halben Jahr geritten, natürlich war es auch noch nicht so viel Routine beim Reiten in der Bahn. Aber was so ganz typisch ist für sie, ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht, außer dass ich ein bisschen den Kontakt zum Maul beibehalten habe und bin im Vollsitz sitzen geblieben und habe sie einfach antreten lassen. Und dann kommt bei ihr automatisch dieser, man kann es sagen, nahezu immer taktklare, schön akzentuierte Tölt. Und ich weiß nicht so richtig, wie gut sie noch wird. Ich habe mal so einmal ein bisschen probiert, mit Pass zu machen. War nicht viel. Hab's dann auch erst wieder gelassen. Vielleicht kann man das später dann nochmal anpacken. Ich hatte mal den Eindruck gehabt, da wäre etwas mehr anpassen. Da bin ich mir jetzt etwas unsicher, aber wo ich mir eben hundertprozentig sicher bin, dass sie so ein wunderschöner Dauertölter ist, der einfach zu reiten ist, der einfach sein Ding immer fleißig macht, dabei nicht verrückt ist,
und so immer weiter im Tölt läuft. Galopp ist in der Bahn ein bisschen schwach. So Kurven durch zu galoppieren ist noch nicht so ihr Ding. Im Gelände problemlos. Und wie gesagt, Trab noch nicht vorhanden. Muss man irgendwann jetzt mal gucken, dass man da mal ein bisschen intensiver nachschaut. So ist Galoppieren kein Problem. Aber wenn jetzt hier vorne die Kurve kommt, dann geht der Galopp verloren. Wenn man jetzt draußen im Gelände wäre, hätte einen geraden Weg, der vielleicht noch ein bisschen bergauf geht, dann wäre es gar kein Problem. Ganz schicke Stute, viel, viel Gang, fleißig, energisch, trotzdem leicht zu reiten, schöner Charakter, rundherum nettes Pferd. Hier bleibt stehen. Okay, Birtner vom Schlingental, eine Rani-Tochter. Okay.